Dann gab es an den Kirchen in Wien Plakate und da stand dann drauf: Ungnat, Katzianer und Schlick müssen hängen auf einem Strick. Ja, das heißt, ein Aufruf, wenn man dieser drei Personen habhaftig wird, dann sind sie vogelfrei. ORF 3 präsentiert Österreich, die ganze Geschichte. Der History-Podcast mit Mariella Gittler. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Österreich, die ganze Geschichte. Wieder an meiner Seite Maria Wakunik, Historikerin. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder da sind. Wir sprechen heute über die Bibel und über einen österreichischen Staatsmann, Hans Ungnat. Wir fangen heute mit einer anderen Kategorie an, nämlich nicht die Klischeefalle, sondern was geht mich das heute an? Was geht mich das an? Wenn wir jetzt darauf schauen, damals wurde eben die Bibel niedergeschrieben. Was hatte das denn für einen Impact auf die Zeit damals? Die Bibelübersetzungen waren sehr wichtig. Und zwar, die Bibel wurde davor ja praktisch nicht immer im Original, aus dem Original übersetzt. Das verdanken wir den Erasmus von Rotterdam. Das bewirkte dann auch, dass Luther anders denkt. Also die Bibel wurde aus dem griechischen Original übersetzt. Wir hatten ja damals die Vulgata. Und Luther hat dann eben aus dieser Originalübersetzung gesehen, was in der Kirche nicht alles so richtig läuft oder richtig interpretiert wird. Damit beginnt ja im Prinzip diese Idee, dass man die Kirche reformieren sollte an Gliedern und Häuptern. Aus dem entwickelt sich ja dann der Protestantismus. Und da war es sehr wichtig, nicht, dass man eben das wahre Wort Gottes zu den Menschen bringt, und zwar in deren Volkssprache. Und Luther hat seine Bibelübersetzung dann eben geleistet. Damit wurde auch die deutsche Sprache kodifiziert, das heißt in ein Buch übertragen. Und dass es natürlich unter den österreichischen Adeligen dann auch zu dieser Bewegung gekommen ist, nicht, dass man der Meinung war, dass die Kirche reformiert werden sollte. Das ist unbestritten. Sehr viele innerösterreichische Adelige sind Protestanten geworden oder haben sich dem Reformglauben eher angeschlossen. Und darunter gehörte auch eigentlich ein Parademann der Habsburger, das war Hans Ungnat. Stammte auch aus Innerösterreich, war aus Kärnten und hat mehrere Tätigkeiten dann in der Steiermark ausgeübt oder zum Beispiel auch in der niederösterreichischen Regierung. Und danach wurde er von Ferdinand dem Ersten. Der Ferdinand der Erste ist in den österreichischen Ländern der Nachfolger nach Maximilian dem Ersten, also nach seinem Großvater, hat dann etliche Ämter übernommen. Und unter Ferdinand gibt es dann die ersten großen Probleme mit der Grenze zum Osmanischen Reich. Und zwar Ferdinand wird ja 1526 dann kroatischer König, und zwar des Königreiches Ungarn und auch böhmischer König, weil das ist ja ausgemacht worden im Jahr 1515 am Wiener Fürstentag. Und da kommen jetzt dann die kroatischen Großen oder Adeligen zu ihm und sagen, sie bieten ihm ihre Burgen an, damit Befestigungsanlagen gebaut werden gegen die herannahenden Osmanen. Und die sind ja immer wieder eingefallen. Das war ein großes Problem, diese äußere Gefahr. Ferdinand gewährt dies und es wird dann an der Südgrenze des Reiches, wenn ich das so sagen darf, wird dann so ein Streifen eingerichtet. Das nennt man dann die Militärgrenze. Diese Militärgrenze wird erst im Jahr 1578 eingerichtet, aber sie hat Vorläufer bereits. Das heißt, bereits davor wird in einem Niemandsland eine Verwaltung aufgebaut, eine Militärverwaltung, das alles braucht eine Zeit lang. Das ist nicht so wie heute, dass wir sagen, wir richten das jetzt ein und es rennt dann im nächsten Jahr, sondern es hat eine Vorarbeit gebraucht. Und Ferdinand schickte an diese Grenze als ersten Grenzobristen, dem er das anvertraut hat, den Hans Ungnat. Und Hans Ungnat hat dann sehr vielen sogenannten Uskoken, das waren Menschen, die im Osmanischen Reich bereits Dienste für das Osmanische Reich an der Grenze ausgeführt haben. Die haben spioniert.
Also die sind früher auf die österreichische Grenze gegangen, haben spioniert, wie weit können die Renner und Brenner kommen und oder wie schaut die politische Lage aus, sind auch als Spione gekommen. Und waren aber christlich geblieben. Nur nachdem jetzt im Prinzip das Osmanische Reich immer näher gerückt ist, war es nimmer mehr notwendig, diesen Menschen extra Privilegien zu geben. Oder zumindest sie haben es behauptet, sie haben keine Privilegien bekommen. Was war das Privilegium für das, dass sie Grenzdienste verrichtet haben, war, dass sie steuerfrei waren. Also sie haben weniger Steuern bezahlt. Das ist schon eine ganz tolle Geschichte. Und diese sind dann gekommen, haben den Habsburgern ihre Dienste angeboten und man musste jetzt das irgendwie in einer Form unter Militärverwaltung stehen. Und das war eben der Hans Ungnat. Und der Hans Ungnat, ich bezeichne ihn als den ersten oder den obersten Schlepper, weil Hans Ungnat schreibt selbst Berichte. Das war er zwischen 1540 und 43, dass er in das Osmanische Reich hineingeritten ist und dann Menschen rübergeholt hat, damit er diese in die österreichische Verwaltung dann eingliedert. Und diese, die davor den Osmanen gedient haben, haben jetzt gegen die Osmanen gedient. Das heißt, man hier hat ihr deren Wissen ausgenützt. Mit den Menschen sind natürlich auch Familien gekommen und das hat in dieser Grenzregion zu großen Verwerfungen geführt. Aber der Hans Ungnat ist in dieser Zeit, als er das ganze Elend auch gesehen hat, also dass Menschen abgesiedelt sind wegen der Osmanengefahr und so weiter, da das Wort Türk, das war ja eine große Angst, die hier ausgelöst wurde, weil man lebt ja hier in einer beständigen Angst, ist ihm die Idee gekommen, weil da war er natürlich bereits protestantisch. Wie könnte man das irgendwie nutzbar machen weiterhin? Wie könnte man den größten Antichristen, das war das Osmanische Reich, wie könnte man ihn besiegen? Und da hat er halt eben sehr, ja, ich sage einmal intellektuell gedacht und meinte, das könnte man, indem man diese bekehrt, mit der Bibel bekehrt. Das war sicher die ersten Ideen, die gekommen sind. Aber er ist dann, hat den Dienst quittiert bei den Habsburgern, das ist nicht mehr aufrechtzuerhalten gewesen, also ein Protestant im habsburgischen Dienst an oberster Stelle, quittiert ihn und geht dann nach Württemberg. Württemberg ist damals bereits protestantisch, also ursprünglich nicht nach Württemberg, aber dann die zweite Station war in Württemberg und hat alle seine Güter, die er im habsburgischen Bereich gehabt hat, hat er seinen Söhnen überlassen. Und hat dann für den Herzog von Württemberg Dienste ausgeführt. Und wie es der Zufall wollte, gibt es hier den Primo Struber, der eben auch im Exil ist, und zwar in der Nähe. Und die beiden Männer werden miteinander bekannt gemacht durch einen italienischen Bischof, also aus dem venezianischen Bereich. Das ist Pier Paolo Vergerio, der Jüngere. Auch dieser Mann, der ursprünglich in das Reich gereist ist, um gegen Luther praktisch hier Stimmung zu machen, ist im Zuge des Studiums der lutheranischen Schriften selbst Lutheraner geworden und ist dann eben, hat dann seinen Bereich verlassen. Und dieser Pier Paolo Vergerio hat diese beiden Männer zusammengebracht. Und da war dann halt eine Sache die andere ergeben. Der eine finanziert's und der andere versucht zu übersetzen. Nicht, man braucht Übersetzer. Ungnat und Truber haben zwar in deutscher Sprache miteinander korrespondiert, aber unterhalten haben sie sich wahrscheinlich in einer slawischen Varietät. Das könnte man davon ausgehen. Dann kommt es eben zu dieser Zusammenarbeit und irgendwann einmal stellt dann eben dieser Herzog von Württemberg den Amandenhof zur Verfügung, dass man dort eben diese Druckerei einrichtet. Und das nennt sich eine Offizina oder eine Offizin. Auch das ist wichtig zu erklären, was das ist. Damals war eine Druckerei zugleich Verlag, zum Beispiel Bücherverkauf und auch Druckerei. Das war alles in einem, ja. Das war ganz wichtig. Und dann wird diese dort eingerichtet und da braucht man halt dann verschiedene Menschen, die man gewinnen kann, die übersetzen können. Und Truber griff eben auf Stepan Konsul zurück, den kannte er schon von seinem Aufenthalt in Kempten und Rothenburg an der Tauber. Und der hat ja bei ihm zu Hause gewohnt mit seiner Familie und wusste, dass er Kroatisch kann. Und damit konnte man beginnen. Und dann hat man noch einen Mann gebraucht, einen weiteren, der die zyrillischen Schriften lesen konnte. Und dann hat man einen Herrn Anton Dalmata
aus Istrien geholt. Das heißt, dieses Unternehmen lebte mit 3 sprachversierten Herren, die auch alle selbstverständlich der deutschen Sprache mächtig waren, sonst war es ja nicht möglich. Truba Slowenisch, wenn ich das so sagen kann, jetzt auf runterbrechen, Stepan Konsul selbstverständlich Kroatisch und der Antu Dalmata hat Zyrillisch gelesen und hat wahrscheinlich auch eben Art Serbisch oder sowas beherrscht. Also das, diese Sprache der Uskoken. Und damit versuchte man dann jetzt eben dieses Unternehmen zu starten. Das war auch ursprünglich sehr erfolgreich. Schauen wir auf die nächste Kategorie. Echt irre. Echt irre. Dort wurden ja unfassbar viele Bücher dann gedruckt letztendlich. Für die damalige Zeit nicht selbstverständlich. Das muss man ehrlich gestehen. Man kennt die genaue Zahl nicht, aber zwischen 25.000 und 35.000 variieren die Zahlen. Das ist enorm. Das war enorm und vor allem auch in italienischer Sprache. Das war ganz interessant. Also das heißt, auch der italienische Bereich rund um Istrien, rund um Venedig sollte in diese ganze Tätigkeit eingebunden werden, also und zwar diese Bekehrungstätigkeit. Das heißt, man hat hier wirklich groß geplant, einen Großangriff gegen den Antichristen zu starten und überall die Leute darauf vorbereiten. Und das war nicht zugleich, dass man jetzt die Grenzbevölkerung, die an der Grenze lebte, auf dem habsburgischen Bereich, dass man diese jetzt einmal evangelisiert, ja, im Sinn, man bringt ihnen das wahre Wort Gottes bei, sondern man wollte über die Grenze und von dort auf der anderen Seite der Grenze versuchte man eben mit diesem großen Klammerzugriff die Leute zu bekehren. Das ist natürlich dann nach 4 Jahren vorbei gewesen. Das muss man ganz ehrlich gestehen. Aber bevor wir zum Ende sozusagen dieser Druckerei kommen, die Idee, dass man die Bücher druckt, ist ja per se eine sehr große Idee. Aber wie bringt man sie dann dort auch zu den Leuten? Wie kamen diese Bücher dorthin? Diese Bücher wurden, weil sie mussten ja durch Gebiete der Habsburger. Und wer hat es finanziert? Wer finanziert eben diese Bücher? Die Bücher wurden finanziert vorwiegend vom innerösterreichischen Adel, der protestantisch geworden ist. Und da sieht man dann, wo die meisten Slawischsprachigen gelebt haben. Weil es geht ja nicht nur jetzt um diese Bücher, es geht später auch um die Bibelübersetzung in Slowenische, und zwar die ganze Bibel. Man hat ja oft nur Teile übersetzt, also das Matthäusevangelium oder zum Beispiel nur das Neue Testament oder das Neue Testament nur im ersten Teil, dann im zweiten Teil. Aber der große Anspruch war ja, man übersetzt jetzt das Buch tatsächlich als Ganzes. Die Bibel sollte als Ganzes übersetzt werden. Also die slowenische Bibel wird im Jahr 1584 übersetzt von Juri Dalmatin. Sie erscheint natürlich nicht, wie man jetzt vielleicht annehmen würde, irgendwo in Ljubljana oder im Bereich der Habsburger, das geht ja nicht, sondern sie erscheint in Wittenberg. Und wie kommt sie jetzt von Wittenberg nach Slowenien? Da werden Handelsrouten genommen. Also Handelsrouten mit Fässern. Fässer sind etwas ganz Tolles, nicht? Also wenn Sie jetzt ein Fass voll füllen, jetzt vielleicht mit Wein oder etwas, ist es sehr schwer. Also ist es das nicht so aufgefallen. Aber man hat nicht nur Wein in Fässern transportiert. Das ist ganz wichtig zu wissen. In Fässern, wo man dann das in Kotzen, also Tücher, einschlagen konnte, wurden Luxuswaren hin und her transportiert. Ja. Und jetzt konnten sie dieses Fass, musste ja dann bei der Mautstation ja irgendwie, wie wir das sagen, heute verzollt werden, also deklariert. Eine Deklaration, da haben sie dann was raufgepickt und dann ist das draufgestanden. Und diese Bücher wurden tatsächlich aus Wittenberg nach Krain hinunter über verschiedene Wege, man hat verschiedene Wege dann genommen und verschiedene Zwischenhändler. Man musste wissen, zu wem man das Buch bringt, dass das Buch dann weitergeht. Also das heißt, so ein Buch aus Wittenberg bis nach Krain sind auch über 500 oder 600 Kilometer, müsste man genau schauen. Und dann hat es wahrscheinlich 6, 7 Zwischenstationen gehabt, dass es dort angekommen ist im Zielgebiet. Und dann musste man es auch lagern, damit nicht die falschen Personen den Zugriff haben und das Buch vernichten. Das war ja eine ganz interessante Sache. Und wo waren die größten Abnehmer? Das war sicher Krain, also das Teil des heutigen Sloweniens. Man hat 850 Bücher in Fässern hinuntergebracht. Nach Kärnten sind gegangen 300 Stück.
und in die Steiermark 330 Stück. Das heißt, die Steiermark war größer als Kärnten und hat man dann dort untergebracht. Und so ist nicht nur zum Beispiel die slowenische Bibel, auch andere Bücher, die geheim waren, die man nicht wollte, dass man sie weiterbringt, die auf dem Index gestanden sind. Was waren das zum Beispiel für Bücher? Na, teilweise waren das Bücher über Medizin oft, ja. Also Wissen, das man nur einem eingeschränkten Kreis vorbehalten wollte. Dann gibt es dann schon ein paar Reiseführer auch, in denen versteckt irgendwelche Botschaften drinnen gewesen sind. Aber die waren eher frei zugänglich, sondern Bücher, die nicht mit der herrschenden Meinung übereingestimmt haben. Meistens war das mit der Meinung der Auslegung, also das könnten Gebetsbücher gewesen sein oder andere Dinge. Das heißt, das Ganze war aber eine riesige Schmuggelaktion. Na, selbstverständlich, und eine sehr gefährliche auch noch. Und zwar für diejenigen, die diese ausgeführt haben, die Fässer falsch deklariert haben. Und also meistens kommt dann die kleine Person dann zum Zug. Also nicht die Große, die eigentlich das ganze Unternehmen, die hinter dem Unternehmen stand, sondern diejenige, die man gerade dabei erwischt hat. Was hat denen gedroht? Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil da gibt es relativ wenig Überlieferungen. Es ist ja doch interessant, dass diese 1200 Bücher, die schaffen, ins Südosten des Reiches hinunterzukommen, also nach Innerösterreich, muss man sich vorstellen, da hat man sich schon ganz gut abgesprochen. Gedroht hätten ihnen sicher sehr, sehr große Strafen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Tod geahndet worden wäre, aber es ist so, dass die Habsburger ja katholisch waren und ihren Ländern sollte ja alles katholisch sein und die werden ja zu einem Zeitpunkt geschmuggelt, zu dem die Gegenreformation angelaufen ist. Und zwar, sie läuft in Innerösterreich vor allem unter Karl dem Zweiten von Innerösterreich an, weil Karl der Zweite von Innerösterreich ist eher entscheidungsschwach, so wird er beschrieben, aber er hat eine sehr entscheidungsstarke Frau. Das ist Maria von Wittelsbach und mit ihrer Verwandtschaft, also die üben richtig Druck aus, dass er dann tatsächlich die Gegenreformation von Graz aus sehr stark befördert. Es werden Jesuiten kommen, dann wird die Universität eingerichtet in Graz und so weiter und so fort. Das heißt, Karl von Innerösterreich hat zum Beispiel auch die Kirchenordnung, die Primus Struber, drucken ließ in der Druckerei in Urach und dann hinunterbringen ließ. Die hat er dann vernichten lassen, weil hier hat Primus Struber cuius regio, eius religio, nicht? Also das heißt, man konnte jetzt nicht einfach in Innerösterreich einen Bereich herausschillen und sagen, hier gelten jetzt andere religiöse Gewohnheiten als die des Landesfürsten. Also Primus Struber hat hier ganz eindeutig verstoßen gegen die Usancen damals, oder so hat es Karl. Die Habsburger waren natürlich ja wahnsinnig mächtig. Hätten die nicht einfach sagen können, wir schließen diese Bibelanstalt? Die Habsburger konnten die Bibelanstalt nicht schließen, weil auch das ist eine interessante Sache. Sie war auf protestantischem Boden, ja. Das konnte man sich errichten nach Cuius Regio, Eius Religio. Das war ganz wichtig. Und in diesem Bereich, in Württemberg, gab es einen protestantischen Herzog. Aber dazwischen gab es katholisches Land, müssen sie durch die katholischen Länder durchkommen. Das heißt, man hat die Routen schon ganz gut ausgekundschaftet. Und es gab ja auch eine Peregrinatio Academica, das heißt, die Leute sind da hin und her gegangen. Die haben teilweise dann auch vielleicht Bücher getragen. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir vieles noch nicht wissen oder vielleicht noch einiges im Verborgenen liegt, dass für die nächsten Generationen auch noch etwas übrig bleibt. Achtung, Klischeefalle. Was ist denn die allergrößte Legende in diesem Zusammenhang, wenn wir jetzt auf die Bibel schauen? Die größte Legende in diesem Fall ist: Hans Ungnert hat gemeinsam mit einem slowenischen Reformator, mit Primus Struber, die Uracher Bibelanstalt geleitet. Also Ungnert hat sehr fest finanziell unterstützt und das Mastermind, also das intellektuelle Mastermind, war sicher Struber. Da wird davon ausgegangen, dass diese Bibelanstalt nach 4 Jahren deswegen eingegangen sei, weil man zu viele Bücher verschenkt hätte. Es wurden dort circa 30.000 Bücher produziert in 4 Jahren. Das ist eine immense Sache. In Wahrheit ist sie eigentlich deswegen zugrunde gegangen, weil hier die Chemie nicht gestimmt hat zwischen den Mitarbeitern und weil es einen heftigen Küchenstreit zwischen 2 Frauen gegeben hat. Und zwar Primus Struber, das ist der slowenische Reformator, war
im religiösen Exil, wenn man das so sagen darf. Und zwar, er musste in den 1540er Jahren Ljubljana verlassen, weil er Protestant geworden ist. Zuerst einmal nach der helvetischen Richtung, also Zwinglianer, und ist im Zuge dann seines Aufenthaltes in Kempten und Rothenburg an der Tauber ist er dann zunehmend Lutheraner geworden. Und er hat dort dann auch seine Frau geheiratet als Prediger, weil zuerst der Priester, natürlich katholischer Priester, als solcher konnte er nicht heiraten. Primo Struber hat gelebt in Kempten und in Rothenburg an der Tauber die erste Zeit, und dort ist zu ihm dann hinzugestoßen ein istrischer Übersetzer, auch ein protestantischer, und zwar Stjepan Konsul, auch verheiratet, und die haben dort dann gemeinsam gelebt. Also die Leute kannten einander und die haben dann das zweifelhafte Vergnügen, circa 15 Jahre später wieder zusammenzuleben. Und zwar diesmal in Urach, weil man dort diese Bibelanstalt gegründet hat und sie sollte von allem Anfang an Bücher produzieren in windischer Sprache, also slowenisch, dann in windischer, kroatischer und zyrillischer Schrift sollte das alles, also Sprache und so weiter, hieß auch ganz komisch. Und dort sollten Bücher entstehen, die gedacht waren, vor allem in erster Linie für Menschen, die windisch oder slowenisch, je nachdem slawisch, lesen können, die in der zyrillischen Schrift lesen können und in kroatischer Schrift. Und sie waren auch gedacht, diese Bücher, für den osmanischen Bereich. Weil Hans Ungnat und Primo Struber hatten eine große Idee, dass diese Bücher vor allem die Christen im osmanischen Reich zum Luthertum bekehren sollten. Das waren ja orthodoxe Christen, ja, die sollten alle Lutheraner werden, und vor allem, man sollte auch vielleicht Muslimane dazu überreden, dass sie auch Lutheraner werden. Das heißt, eine Konversion der Moslems, das war dabei angedacht. Und jetzt hat man gedacht, man verschenkt jetzt Bücher. Aber es war nicht das Verschenken der Bücher, sondern diese beiden Damen, die Ehefrau von Herrn Truber und die Ehefrau von Herrn Stjepan Konsul, sind eines Tages in einen fürchterlichen Streit geraten in ihrer Küche mit den Kindern, und ein Wort hat das andere gegeben. Primo Struber war zu dem Zeitpunkt in Ljubljana, weit weg entfernt, über 500 Kilometer, aber Stjepan Konsul war da, und Stjepan Konsul ist dann gegen die Frau tätlich vorgegangen. Also er dürfte sie physisch angegriffen haben, und die beiden Damen haben worüber gestritten, welcher Mann mehr für die Reformation geleistet hat. Also das ist typisch, nicht? Also beim Kochen ist so etwas halt herausgekommen. Und auf jeden Fall hat das so viel ungute Stimmung produziert innerhalb dieser Gruppe, dass einer mit dem anderen plötzlich nicht mehr gut konnte. Das heißt, man hat einander verdächtigt. Daraufhin hat auch Ungnat angefangen, Truber zu verdächtigen. Also Truber könnte auch falsch übersetzt haben. Auch das war eine große Sache, ob man in der Bibelübersetzung nicht richtig übersetzt. Wenn Sie sich heute die Übersetzung vorstellen, wie übersetzt man eine Bibel, wenn es die Worte nicht gibt, ja? Da muss man mehrere Vorlagen nehmen und sich behelfen. Truber hat ja sehr häufig auch die Lutherbibel genommen und aus der deutschen Lutherbibel dann in das Slowenische übersetzt, oder Stjepan Konsul in das Kroatische übersetzt. Und da gab es viel Streit auch unter diesen Gelehrten. Ist das jetzt die richtige Übersetzung, das richtige Wort? Ist das jetzt zwinglianisch? Ist es lutheranisch? Also es ist ständig. Truber wollte dann diese Bibelanstalt abziehen. Er wollte nur mehr den Verlag dort lassen, die Druckerei. Alles andere sollte dann in Ljubljana geschehen, 500 Kilometer weiter entfernt. Warum Ljubljana? Weil Truber ist dort praktisch so wie ein Bischof geworden, Superintendent von Krain. Das ist der erste slowenische Superintendent. Na, und an dem ist dann das Ganze zerbrochen. Können Sie sich vorstellen, ein Prozess von 2-3 Jahren, in dem einer den anderen verdächtigt, in dem ein Brief nach dem anderen. Aber in der Wissenschaft wird häufig das Initial Incentive, was hat dazu geführt, dass es hier zu so einer Eruption gekommen ist? Dieser Küchenstreit, und er beschreibt das ganz offen in einem Brief. Man muss die Briefe von Truber dann lesen, um zu wissen, was im Prinzip dazu geführt hat. Es waren nicht die geschenkten Bücher. Stars der Zeit.
Könnte man sagen, dass Hans Ungnert ein Star der damaligen Zeit war? Nein, würde ich ihn nicht bezeichnen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in den Krieg führen in den Krieg gegen die Osmanen und dann flüchten Sie, weil Sie um Ihr Leben fürchten. Das ist Hans Ungnert, passiert im Jahr 1537. Da war eine Schlacht bei Esseg oder Osijek. Und da ist er geflüchtet mit dem Grafen Schlick und dem Hans Katzianer. Und das darf man nicht machen, wenn man eine Truppe in den Krieg führt, muss man als Feldherr oder als Vorsteher dieser Gruppe, muss man ja bitte bleiben. Und deshalb, und dann gab es an den Kirchen in Wien Plakate und da stand dann drauf: Ungnert, Katzianer und Schlick müssen hangen auf einem Strick. Ja, das heißt, ein Aufruf, wenn man dieser drei Personen habhaftig wird, dann sind sie vogelfrei. Das würde ich nicht unbedingt als Star bezeichnen. Wen würden Sie denn aus der damaligen Zeit in diesem Zusammenhang als Star bezeichnen? Man kann ja nicht alles auf das Kirchliche herunterbrechen, ja. Aber Star hat etwas mit Ruhm zu tun, ja. Luther war gewiss ein Star, ja. In allen Facetten, die man sich vorstellen kann. Auch ein Unstar natürlich, ja. Er war in aller Munde oder ein Melanchthon und so weiter. Also das von den Leuten, die hier hervorgestochen haben, schon, würde ich meinen. Frau Professor, dann sage ich für heute danke, dass Sie wieder bei uns waren und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Österreich, die ganze Geschichte. Ein Podcast von ORF3.